Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, Leute, ich habe mal bei PokéWiki ein bisschen gespickt. Und ich kann euch versichern, dass wir auch Joker tatsächlich im Team behalten werden, weil die Entwicklung ist tatsächlich das Pokémon, was mir so hart gefallen hat. Kann man nicht anders sagen. Gut. Von daher, da wir jetzt wissen, dass wir ihn auch behalten, haben wir ja schon 3 feste Teammitglieder, ne? Kyuubi, Donkey Kong und Joker. Bei Mautzi bin ich mir noch unschlüssig. Auch wenn das Mautzi ziemlich cool ist und natürlich auch gut zu Team Rocket passt. Aber ja. Ja, wir werden mal sehen, was es noch alles ergibt. Gut. Wir haben fast die nächste Stadt erreicht. Wir müssen noch durch Route 4, aber so groß scheint die ja gar nicht zu sein. Wenn da hinten schon die große Arena in der Ferne erblicken kann. Durch gemeinsames Spielen und Kochen beim Pokécamping werden Pokémon zutraulicher. Wenn du Lust hast, kannst du meinem Pokécamp einen Besuch abstatten. Na gut. Besuch mal die Mareike mal. Was hat die für Pokémon? Okay. Vor allem hier so Evoli-Kostüm. Nein, nicht dein Ernst. Und Bronze hat die auch. Der Bronze hätten wir auch fangen können in der... In der Dings. Der Polkepark-Zone da. Naturzone. Ja, irgendwie wollen die Pokémon aber nicht so richtig. Will keiner zu mir kommen, zu meinem Spielzeug. Sehr, sehr schade. Naja, dann Pech gehabt. Was liegt denn hier Schönes? Portion Energiestaub. Energiestaub ist ein bitteres medizinisches Pulver, das die KP eines Pokémon 60 Punkte wieder auffüllt. Ja, auch hier ist wieder das Problem. Da sinkt wieder die Zuneigung. Was wieder so ein medizinisches Heil-Item ist. Konnte man ja in der Rubin und Saphir Edition Bad Lavastadt kaufen. Oh, eine Beere, das reicht mir nicht. Da werden wir noch ein bisschen weiter schütteln. Einmal noch? Ja! Perfekt. Alles, was über 5 Beeren ist, nehme ich. 2 Amarena-Beeren, 3 Yonago-Beeren, 1 Piersif-Beere. Damit arbeiten. So, hier sind unsere nächsten Trainerkollegen. Ja? Da kann ich nicht einfach runterjumpen. Interessant. Ich trainiere mein Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist dann ein Kampf gegen dich. Vor allen Dingen, das hat ein bisschen was von... Züchter Alex. Das hat ein bisschen was von... Vogelzeugfelder von Medieval. Wow, was ist das für ein... misslungenes Experiment. Das Maut sieht mal sowas von scheiße aus. Holy fuck. Grandelbart X Mauzi. Macht, dass es wegkommt, okay? Weg. Danke. Ich will es nicht nochmal sehen. Boah, was war das für eine Missgeburt? Das Mauzi, ja, da wäre ich echt Albträume vorbekommen. So wie das aussah. Samurzel, ja komm, Joker. Ah, der Joker, da kommt er. You never see it coming! Samurzel, wir haben schon Blanas gefangen, ja. Sollen uns jetzt einen Samurzel einschüchtern. Oh, Flicker! Hast du eine Beere? Wenn ja, dann gönne ich mir die. Leider nicht. War sehr effektiv. Donkey Kong Level 20. Ja, jetzt ist es passiert, Leute. Gehorcht uns jetzt nicht mehr. Ich glaube, ab Level 20 geht's noch, aber danach halt nicht mehr. Smetbobble habe ich auch gerne drin. Auch wieder ein Vorteil. Vom Typ Flug sind's. Ist ja auch ein reines Flug-Pokémon, nicht Flug-Normal, wie ich erst dachte. Dachte ich halt, weil viele Vögel am Anfang so funktionieren, dass sie Flug-Normal sind. Aber er hier nicht. Wow! Smetbobble hat richtig viel XP gegeben. Direkt auf Level 19. Kann sich sehen lassen. Donatello Level 17. Klonkett Level 16. Und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet.
Ja, vorbereitet zu verlieren. Definitiv. Okidoki. Ja, dann wollen wir mal hier in diese Kornfelder rein. Ne? Ein Bett in Kornfels. Das erinnert mich, wie gesagt, an die Vogelscheuchefelder. Mein Pikachu-Kostüm sieht total echt aus, oder? Gib's ruhig zu. Jein, ich dachte erst, das ist ein wildes Mimikma oder so. Ja, war's. Nur Ryan in seinem komischen Pikachu-Kostüm. Und er hat natürlich auch Pikachu. Pika? Naja, ich denke, ein Problem wird es für QB nicht werden, oder? Das Pikachu loszuwerden. Weil es auch keinen Rückzug gibt. Sorry, du Model. Berühren dürfen wir das Pikachu nicht. Das könnte ja Statik haben. Statik sagt, wenn man das Pikachu dann berührt, gibt es eine Chance, dass man paralysiert ist. Und Paralyse wollen wir wirklich nicht haben. Senkt den Initiativewert und es besteht eine gewisse Chance, dass wir nicht angreifen. Das ist halt super scheiße. Pika! 720 Poké-Dollar nur. Kleines Kiddy, ey. Was ist das? Nein! Geh weg! Nein! Da ist es! Dieses hässliche Viech. Oh no! Bitte nicht! Kill me, please! Ich werde es trotzdem fangen, aber mach, dass es wegkommt. Ah, oh, was ein hässliches Ding, ey. Sieht aus, als hätte Mao Zedong eine Krankheit und Parasiten in sich drin. Wahrscheinlich die Gala-Form. Geh in Pokéball und komm nie wieder raus, okay? 3. Wer ist rausgekommen? Ist vernichtet. Eiskalt. Was für ein Viech. Immerhin haben wir schöne Mauzi. Das gute, alte, klassische Mauzi. Boah, mach das weg, komm. Teufelshörner, ey. Sieht aus wie ein Dämon, ey. Bloß nicht mein Team. Wenn die Snobilikat-Form auch so dumm aussieht, dann mal Brustmahlzeit. Was ist das? Ach, das ist der Hund wieder. Nee, hä? Da war doch eben dieser komische Hund. Und schon wieder das Mauzi da. Nerv mich nicht. Zum Glück haben wir Angsthase und können jederzeit fliehen. Jederzeit, wann wir wollen. Ah ja. Schutzbands. Ein Item zu tragen. Reduziert Begegnung mit wilden Pokémon, wenn der Träger an der Spitze eines Teams steht. Ja, wenn wir uns belästigt fühlen von wilden Pokémon, werde ich drauf zurückkommen, I guess. Ein Paraheiler noch. Und noch mehr Items. 3 Nestbälle zum Fangen schwacher Pokémon. Was haben wir hier? Ach, ein Volley. Ja, guck an. Hier können wir unser eigenes Volley fangen. Das ist ja schön. Denn unser Rivale, der hat das ja schon lange. Aber wir selbst haben noch keins. Wird Zeit. Wird definitiv Zeit. Imitator? Imitator ist so meh. Wenn zum Beispiel Step-Attacken benutzt, so meistens selber davon nicht betroffen, also es ist halt meistens nicht effektiv, außer bei Drachen-Pokémon zum Beispiel, die, oder bei Geist-Pokémon, die auch gegen ihre eigenen Typen als Schwäche haben. Pokémon Sleep! Komm schon! Ich will deine volle Volley! Galt! Volley, der Schaf-Pokémon. Sein stark gelocktes Fell hat eine sehr polsternde Wirkung. Selbst eine Klippe hinunterzufallen, macht ihm nichts aus. Uff, versuchen würde ich es jetzt aber nicht unbedingt. Du hast alle empfohlenen Pokémon gefangen.
Herzlichen Glückwunsch. Wie empfohlene Pokémon, was soll das denn heißen? So von wegen, ja, das, mit denen kannst du gut das Spiel durchspielen, oder was? Hä? Gibt einige Pokémon, die du noch nicht gefangen hast. Halt dich weiter ran. Pikachu und Knospi. Die gibt es hier? Okay. Nein, nicht in mein Team. Ich will das nicht. Geh weg. Geh weg. Lass es. The fuck is this? Ah, das ist dieses Irbis-Viech, ne? Das ist ein Geist-Pokémon, glaube ich. Oder auch nicht. Ne, ist auch Unlicht, I guess. Immer noch Sternschauer. Schattenstoß. Das ist immer wieder eine Geistattacke, ne? Nicht sehr effektiv. Ne, es hat keine Wirkung, denn es ist doch Geist. Hey, ich kenne das Pokémon nicht. Muss von Sonne und Mond sein. Und wenn es vor XY ist, habe ich es wieder verdrängt, dass es existiert hat. Schwächen kann ich sie leider nicht. Da bräuchte man ein anderes Pokémon, eine Spitze. Das werden wir auch mal machen. Ist ja auch schon Level 20. Gehorcht uns ja bald auch schon nicht mehr. Was machen wir jetzt? Gehorchen wir uns ja alle gar nicht mehr. Hä, wie dumm ist das denn? Wie soll ich dann die Arena-Leiter da besiegen? Uns alle nicht mehr gehorchen, ne? Fritzelblitz! Na super, wir haben jetzt eine Vogel-Pokémon. Ich könnte heulen. Probieren wir es trotzdem. Mit einem Furienschlag. Ach, der hat aber Statik, oder? Volltreffer. Viermal getroffen. Ach, zum Glück. Keine Statik eingetroffen. Pokéball los. Oh, er will nicht. Wie scheiße. Werf jetzt einen Superball. Komm mal, je 6 Stück von. Ich kann ihn nicht weiter schwächen. Sorry. Ja, doch, mit Flucker wahrscheinlich. Scheiß drauf. Damit geht's easy. Fritzeblitz ist drin. Der Elektrohund. Fritzelblitz, das Gewitter-Pokémon. In seinem Fell speichert es statische Elektrizität für spätere Entladung. Braut sich ein Sturm zusammen, entlädt es Funken. Selbst der Pokédex kann sich versprechen, Leute. Das heißt schon was. So, gibt's hier noch irgendwas, was man upgraden kann? Nein, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Danke. Ich denke mal nicht. Ist das ein Pikachu? Ein wildes Pikachu, was da ist? Das können wir natürlich noch mitnehmen. Und nicht die Spritzelblitz, das wollen wir nicht. Wie willst du denn kommen? Ist das wie ein Pikachu? Tatsächlich, läuft hier einfach so Pikachu rum. Evoli haben wir ja schon bekommen, aber let's go Evoli haben. Pika! Ein Smash-Charakter, Pikachu. Ja, auch hier Furienschlag, definitiv. Ich mag das weibliche Pikachu mehr mit dem Herzschwanz. Aua. Sowas tut doch weh. Boah, die Kombo, ey. Keine Statik, bitte. Zweimal getroffen. My ass. Ja, komm, direkt Superball. Kein Bock drauf, ey. 1, 2, 3. Ja, Pikachu ist im Ball.
Der Tag ist gekommen, wo Jesse Pikachu hat. Der Tag ist letzten Endes gekommen. Pikachu, das Maus-Pokémon. Je stärker die Elektrizität ist, die Pikachu produziert, desto weicher und elastischer sind seine Backentaschen. Okay. Nö, Spitznamen gebe ich dir nicht. Eiskalt. So, vielleicht ist es sinnvoll, jetzt mal wieder Mauzi zu verwenden, denn... Naja, ich will ja nichts sagen, aber die gehorchen uns bald alle nicht mehr, ne? Will ich noch was? Nein, ich will nicht gegen den. Och, nö. Wir sind ein paar wilde Pokémon zu viel für meinen Geschmack in Route 4. Zum Glück geht das mit der Flucht ganz gut für uns. Oh, ein Sonderbonbon, ein energiereiches Bonbon. Das ist ein Level eines Pokémon dauerhaft um 1 erhöht. Naja. Mein Bier ist es jetzt nicht so, ne? Sonderbonbon ist nicht so meins, war ich noch nie Fan von. Werde ich nicht benutzen. Schnüffler. Sein Schal wurde entdeckt. Ja, viel Spaß damit. Bringt dir sehr viel, was? Ach, jetzt sind wir verwirrt. Dann versuche ich so zu fangen. Auch wieder mit dem Superball am besten. Oh, Schwieb. Schwieb. Los geht's. Superball. Eins. Oh mein Gott. Den kann man gar nicht fangen. Wenn nicht mal der Superball wackelt, dann weiß ich auch nicht, was zu tun ist. Na komm. Märchen. Immer wenn es klappt, einfach Märchen. Schulhoflegende approved. Wie oft hat es schon nicht geklappt, ein Pokémon zu fangen? Da habe ich gemashed und dann war es sofort drin. Es ist. Wirklich legendär. Ihr bist das Kürbis-Pokémon. Ihr bist der größte Geleiten am liebsten wandelnde Seelen von Erwachsenen ins Jenseits. What? Creepypasta, ey. Geistpflanze ist das Viech? Ich dachte Unlichtgeist oder so. Geistpflanze. Okay, Mann. Nein, nicht in mein Team. Geh weg. Geh weg. Weg, 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 weg. Alright. Zwei Portionen Energiestaub. Nimm man doch ganz gerne mal mit. Oder was meint ihr? Der will mich jetzt tatsächlich hier bekämpfen, wo so ein komisches Geländer zwischen uns ist. Ist das ein Bug? Whatever. Seit 50 Jahren trainiere ich jetzt schon Pokémon. Na, willst du ein Bild von den Früchten meiner Arbeit machen? 50 Jahre trainierst du Pokémon? Du siehst doch so jung aus. Züchter Ammon. Ammoniak. Ja, er hat sich hier direkt einen Fritzelblitz geholt, wahrscheinlich. Von der Route. Alright. Hoffen wir mal, dass wir nicht von Statik betroffen werden. Mogli. Schön. Beende es mit einem Schlitzer-Mauzi. Jo! Und Schlitz. Das war's mit ihm. Ja, und Donkey Kong gehorcht nicht mehr, Leute. Ist vorbei jetzt. Bin ich Level 21 nach diesem Kampf. Naja, wird spannend, ne? Arena ohne den Starter machen. Das ist das Problem, wenn alle Pokémon überleveln, dann bist du ruckzuck overlevelt. Was will man da machen? Donatello Level 18, was ein schlechtes, schwaches Level-Up. Habt ihr das gesehen? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das vielleicht auch nicht ganz 50 Jahre. Ja, sieht man die an. Da sieht man die an. So alt siehst du nämlich noch gar nicht aus.
Oh, hier können wir angeln. Tipps für Trainer. Pokémon-Attacken können den Kategorien der physischen oder Spezialattacken angehören. Je höher der Angriffswert eines Pokémon ist, desto stärker sind seine physischen Attacken. Spezialattacken sind umso stärker, je höher der Spezialangriffswert des Anwenders ist. Ja, das kennen wir. Carpador! Schon wieder ein Carpador, natürlich. Warum bin ich denn angelegt überhaupt? Wenn immer nur Carpador kommt. Na egal, machen wir ihn kaputt. Mit einem Schlitzer. Oh, der Discarpador könnte vielleicht Shock Tackle sogar können. Weiß ich jetzt gar nicht. Meine ab Level 15 oder ab Level 20 dann Dreschpflege oder so. Naja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie es der Carpador ist und der welche Moves lernt. Spitzenschnabel, was ist das denn? Ein Eichel zu tragen. Langer scharfer Schnabel verstärkt Attacken vom Typ Flug. Ach, das ist wahrscheinlich Hack Attack. Warum heißt das jetzt alles anders? Genau. Es erhöht einfach nur die Flugattacken. Perfekt für Joker, I guess. You never see it coming. Plateauschuhe. Fallen oder andere Objekte. Wahrscheinlich von, sowas wie Giftspitzen und Tarnsteine und so zu umgehen, oder? Ja, ich denke schon. So, da können wir auch noch rein. Das ganze Felder, hier können wir alle besuchen, ne? Und hier geht's wieder zurück. Ja, wir gehen auch nochmal ganz kurz zurück, denn ich möchte mal einmal kurz die Pokémon hier einlassen. Warum nicht, ne? Wenn wir schon mal hier sind, dann gönnen wir uns das. Turffield ist auch nicht mehr weit. Ja, aber Turffield werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part erreichen. Ist doch klar. Jo, gehen wir erstmal auf dieses kleine Feldchen hier. Dicta und eine Evoli-Tante. Ein wildes Pokekind erscheint. Hey, das wollte ich ja immer mal sagen. Sira. Hat aber keinen Evoli, sondern Hokobiel. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Viech? Come on, was ist das? Egal, wir schummeln wieder. Mogel. Hälfte weg. Easy. Easy like sunny morning. Also bei der Arena war ich mir jetzt wirklich ganz große Sorgen. Wir overlevelt sind. Na, ist schon vorbei. 720 Poké-Dollar. Nein, Fritzeblitz. Aus. Aus. Pfui. Pfui. Schon wieder ein Irbiss. Portion Silberstaub. Silberstaub ist ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es verstärkt Attacken vom Typ Käfer. Haben wir nicht, wollen wir nicht. Ja, was heißt wollen wir nicht? Wenn ich ein cooles Käfer-Pokémon finde, werde ich nochmal drüber nachdenken. Aber aktuell ist dieses Item nicht notwendig. Und da haben wir schon wieder. Dieses hässliche Drecksviech. Guck mal, wie schön das Original-Mauz hier gegen ist. Ich muss es vernichten, ich kann sie nicht mehr sehen. Ist nicht sehr effektiv, wenn das denn ist. Was zum Geier ist das für Pokémon-Typ, das nicht sehr effektiv ist. Stahl? Stein? Who knows? Oh, schärf ruhig deine Klauen. Bitte nichts erbringen. Dann ist es gleich vorbei. Ein bisschen und das war's für dich. Verdient! Komisches, hässliches Mauzi. Klonkett Level 18. Ui! Entwickelt sich! Auf Level 18 schon? Was wird das denn? Oh, das ist ein Feuerviech! Yo!
Das sieht aus wie Geowatz auf Drogen. Yo, Geowatz. Was ist los mit dir, ey? Yo, Waggon heißt das Teil. Yo, das gefällt mir aber. Waggon, das Kohle-Pokémon. Es produziert Steinkohle in seinen Körper. Die von ihr abfallende Kohle wurde früher in der Gala-Region fürs tägliche Leben genutzt. Wow, ist sogar vom Typ Feuer. Das ist ja richtig geil. Nitro-Ladung, natürlich erlernen wir das. Den spielt man sogar speziell. Ist aber physisch, naja. Na gut, I guess. Katapult will ich nicht. Ne, der wirft sein Item nicht weg. Der knallt einen ab und kann sogar Leute vom Himmel holen. Find Felswurf besser. Rauchwolk kann auch nervig sein. Okay. Ja, cool. Da haben wir jetzt so viele Pokémon mittlerweile entwickelt. Das ist wirklich sehr löblich. Da freut sich die Professorin. Oh, hier liegen so viele Items rum. Das ist wirklich sehr nice. Hier steckt ganz viel Potenzial. Werden wir sehen, Jenny. Ah, sie hat auch ein Evoli. Na gut, viel Potenzial hat ein Evoli, ne? Ich kann ja so viele Gestalten und Formen annehmen. Mit den nötigen Mitteln. War schon gut. Jo, kann ich angreifen. Und der Schlitzer beendet es womöglich. Ne, coole Augen. Guck mich nicht so an. Was passiert jetzt? Angriff sinkt. Ah, der reicht wahrscheinlich. Wegen den coolen Augen überlebt, Leute. Das muss man sich mal geben. Jetzt noch den Zahltag. Du wirst bezahlen. Hey, einfach die Soundfiles von Let's Go mitgenommen. Ich bin ein Evoli, aber vielleicht steckt doch nicht so viel Potenzial in mir, wie ich dachte. Ein neues Pokédoll extra. Jo. Nice, nice. Nice, nice. Der Baum sieht ein bisschen geisterhaft aus. Ist ein bisschen speziell, als wenn hier irgendwie ein Event mal passieren könnte. Nee, ich meine, Pika! Sebastian mit seinen WhatsApps. Dann wollen wir mal Schlitzer. Tick dies. Ah, hätte jemand doch Mogelieb gemacht. Ich dachte, es reicht. Initiative vom Maut, sie singt. Fang trotzdem noch an. Das ist gut. Mabula, das war dieses komische Käfer-Pokémon, ne? Es war ein Käfer-Pokémon, wir haben ja jetzt ein Feuer-Pokémon. Los geht's, Waggon. Und benutze... Oh, Felswurf ist auch sehr effektiv. Ganz ehrlich, der macht lieber Felswurf. Ey, es ist so geil. Der Felswurf ist unglaublich stark. Kann fünfmal treffen. Leute. Wir gehen das Lachen vergehen. Wenig Cash, die Kiddies, ey. Ich klaue denen nur das letzte Geld. Dann geht es wenigstens nicht für Fortnite aus. Nallrakete. Schütze Nallen treffen das Ziel 2 bis 5 Mal hintereinander. Käferattacke. Oh. Warum nicht? Lol, diese Sprungsequenz. Pikachu! Weil das Knospi habe ich nicht gesehen. Vielleicht kommt es auch nur nachts oder nur morgens. Whatever.
Wolli, bleibst du hier stehen geblieben? Das ist wieder... Nee, es wäre anders. Lol. Wolli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Ist das nicht der Arenaleiter? Oh je, yeah, alles in Ordnung. Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Ey, warte mal, du bist ein Arena-Challenger, oder? Nein, wovon reden Sie? Mir machst du nichts vor. Ich habe dich doch schon bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yaro. Ich bin einer der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Joker freut sich. Und Waggon auch. Ich muss sagen, auf dich bin ich ja schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit der Empfehlung von Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in diese Richtung folgst. So, und jetzt bist du artig und kommst schön zurück zum Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass du die Arena-Challenger zu lange auf uns warten lässt. Wooli, Wooli! Ach, du hast... 31 hat der jetzt immer. Warum das denn? Wahrscheinlich am 31.8. Geburtstag. Okay, damit sind wir in Turffield. Und damit endet auch dieser Part. Was in Turffield alles abgehen wird, das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.